Hey Leute, weiter geht's mit Injustice und ich dachte, ich zeige euch heute mal den ersten kaufbaren DLC in Form von dem Präsi Lobo. Ja, der gute Lobo ist endlich da und ich freue mich riesig drüber, hier sehen wir ihn. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal so ein bisschen das Moveset und ähnlich wie bei den Starlabs-Missionen werde ich euch Lobo einfach mal im Detail vorstellen. Wer ist er, wie tickt er? Und was ich auch noch machen werde in diesem Video: es gibt einen neuen Skin-Pack zu kaufen. Das heißt, Bad Girls Skin-Pack gibt's. Das ist Selina Kyle mit einem klassischen Outfit, beziehungsweise Outfit ohne Maske. Wir haben hier Wonder Woman drin mit ihrem Heft Nummer 600 Outfit. Und die gute Harley Quinn hat auch ihr klassisches Harlequin-Kostüm. Und die werde ich euch heute ebenfalls so ein bisschen im Video zeigen. Also so ein bisschen Nebenprodukt zur Vorstellung vom Präsi, der wahrscheinlich die guten Mädels so ein bisschen freckt. So, beim Intro halte ich mal die Klappe. Zeit für ein bisschen mehr Action. Ja, Lobo ohne seine Zigarre, das geht ja mal gar nicht. Und wie gesagt, wer keine Ahnung hat, wer Lobo ist, kein Problem. Lobo ist eigentlich so damals aus der Not erfunden worden. So ein bisschen eine Persiflage auf zahlreiche Superhelden, die ja immer so diesen viel zu gut Mythos irgendwie versuchen zu vertreten. Und Lobo war das komplette Gegenteil zu allen anderen Superhelden. Also ursprünglich auf seinem Planeten Zania geboren, was so ein Paradies eigentlich war, wo es darum geht, jeden Wunsch, den man irgendwie auf den Augen hatte, der wurde erfüllt. So eine wirklich utopische Gesellschaft, wo alles gut, alles rein war. Und dann kam Lobo auf die Welt und alles auf dieser Welt änderte sich. Denn schon kurz nach seiner Geburt brachte er schon seine Hebamme dazu, verrückt zu werden. Und Lobo versuchte schon immer anders zu sein, während er aufwuchs. Ihr seht ja sein Outfit. Heavy Metal hat sich, während er erwachsen wurde, einen Heavy Metal Sender in sein Gehirn schrauben lassen. Das heißt, er hört dauerhaft Speed Metal oder keine Ahnung was. Und ist einfach ein cooler Charakter, der irgendwann im Laufe der Jahre dann tatsächlich seine komplette Heimatwelt umgebracht hat. Also riesiger Genozid. Eigentlich nicht so ein Charakter, den man so cool finden sollte, aber Lobo ist halt einfach auf so diese Art und Weise, wie er es macht. Er ist halt so sehr rau, sehr weltlich mit seiner Sprache. Also er hat immer gerne den Mittelfinger zückbereit in der Tasche und all sowas. Und wie gesagt, hat dann tatsächlich seine komplette Heimatwelt umgebracht, weil er einfach anders sein wollte und es nicht eingesehen hat, dass es weitere Zania irgendwo gibt. Also hat er knapp 5 Millionen, Milliarden von denen sogar umgebracht. Und während die gestorben sind, hat er sich dabei besoffen und Heavy Metal gehört. Also, ja, so ein Charakter, den man also ein bisschen fragwürdig finden kann. Und genau das ist auch das, was bei Lobo so sein soll. Also er ist so irgendwie so der Anti-Held, mit dem man sich eigentlich nicht anlegen möchte, so was Kräfte betrifft. Lobo ist eigentlich so ein Charakter, der auch ziemlich unbesiegbar ist. Also er ist, hat so ungefähr die Stärke, die vergleichbar ist mit Superman, also kaum in so einem Kräftemessen irgendwie zu schlagen. Auf der gleichen Seite ist er dann mehr oder weniger ein Bluthund, der ja alles aufspüren kann, und das ist für ihn auch ganz wichtig, denn Lobo verdient sein Geld damit, Kopfgeldjäger zu sein, und so ein bisschen sein Credo ist: ich nehme jeden Auftrag an und jeder Auftrag wird zu Ende geführt. Und da gab es damals eine großartige Story, wie Lobo darauf angesetzt wurde, das erste Mal Superman zu jagen, und Lobo gegen Superman, wirklich eine fantastische Geschichte. Und Lobo und Superman sind eh so Charaktere, die immer wieder aufeinandertreffen und weil sie einfach so gegensätzlich sind. Ich meine, wir haben auf der einen Seite haben wir Lobo, der ja so total überzogen ist, so genau das vertritt, was Superman nicht vertritt. Also Superman steht für Tugend, für Anstand, für Gerechtigkeit. Und Lobo kotzt das so an, dass er, weil er für alles andere steht eigentlich. Und macht mit seinem Spacehawk das allunsicher, wie gesagt, Geruchssinn. Was aber besonders ist bei Lobo: er hat auch eine Heilfähigkeit, was so ein bisschen an Wolverine von Marvel erinnert. Und überhaupt, Lobo ist so ein Charakter, der manchmal so wirkt wie eine Parodie auf Wolverine, auch so von der Optik her. Und diese Heilfähigkeit ist ganz interessant, denn die war irgendwann in den Comics mal so stark ausgebaut, dass Lobo aus seinem Blut und aus jedem Bluttropfen einen Klon von sich erschaffen konnte. Das heißt, irgendjemand hat ihm den Arm angeschlagen, da kam, weiß nicht,
einen Schwall Blut raus und plötzlich gab es hunderte kleine Lobo, die sofort ausgewachsene Klone waren, was damals zu einem riesigen, tollen Comic-Story geführt hat, als Lobo dann noch Mitglied der Legion war und irgendwann wurde ihm diese Klonfähigkeit dann weggenommen. Aber Lobo ist halt einfach ein Charakter, mit dem möchte man sich nicht anlegen. Der ist extrem tough, der ist extrem nicht zu schlagen, hat immer seine Pumpgun bei, die er auch hier übrigens hat. Während wir gerade von Wonder Woman, wie gesagt, hier in den 600er Outfit, was mir ehrlich gesagt ziemlich gut gefällt, hielt aber nicht lange, da mit dem 52 Wonder Woman einen zweiten Reboot in, ich glaube, 2 Jahren bekommen hat. Nun gut, ist halt so. Und ansonsten, so Sachen, Lobo setzt sich natürlich auch über jegliche Grenze des, ja, der Logik hinweg. Also der Kerl raucht ständig seine Zigarre und die raucht er auch im All. Und jetzt könnte man sich denken, wie kann im All denn eine Zigarre funktionieren? Das sind so Sachen, die man nicht hinterfragen sollte und gerne von den Comic-Schreibern damit erklärt wird, ja, weil Lobo das so will, ist das so. Also Lobo ist einfach fantastisch und ich habe damals die Hefte wirklich geliebt. Ich erinnere mich noch dran, das waren auch eine der wenigen Comics, die ich auf Deutsch gelesen habe, aber Lobo war auf Deutsch so gut geschrieben und teilweise so ohne Zensur wie in den Staaten. Also Lobo grundsätzlich hat eine sehr eigene Sprache, also jedes dritte Wort ist irgendwie Frack und das ist alles total Frack und es ist sehr kurios manchmal. Beim Deutschen fand ich, die Übersetzungen waren da manchmal deutlich offenherziger, als es in den Staaten der Fall ist. So, gehen wir nochmal in den dritten Kampf rein, warum auch nicht. Wen treten wir denn mal an? Komm, wählen wir mal hier die Selina Kyle aus. Auch das dritte Outfit. So, wenn wir mal die Halle der Gerechtigkeit, wo wir antreten, ist ja eigentlich relativ egal. Es geht ja nur darum, euch so ein paar Moves zu zeigen, was Lobo kann, seine Kette zu zeigen, seine Pumpgun zu zeigen. Und das ist ganz interessant mit der Pumpgun. Denn, wie wir jetzt sehen, ihr seht ja unten, jeder Charakter hat erstmal seine Spezialfähigkeit im Spiel. Das heißt, Superman kann zum Beispiel diese Spezialkraft einsetzen, dann, dass jeder Schlag stärker ist. Flash kann so ein bisschen sich schneller bewegen als die Zeit und so weiter. Und Lobo hat eine Fähigkeit, dass er jede abgefeuerte Pumpgun-Schuss, dass der zusätzlichen Schaden bringt. Und das ist echt sehr krass. Und man kann das sehr schnell nachladen, diese Fähigkeit. Und da bin ich so ein bisschen überrascht, um ganz ehrlich zu sein, dass man, ihr seht es hier gerade, ich lade nach, jetzt seht ihr, es leuchtet. Und sobald ich jetzt irgendeine Aktion mit Pumpgun einsetze, ist das mehrfacher Schaden. Also wir sehen es hier, 7% Schaden, wenn ich geladen habe, ist das deutlich höher. Und das ist, hier sehen wir jetzt 9% hoch zum Beispiel. Jetzt laden wir mal kurz nach. Und jetzt sehen wir 13% hoch. Also Lobo ist echt ziemlich cool, muss ich zugeben, weil der auch irgendwie auf jede Range funktioniert. Also Close Range funktioniert. Ihr seht, ich versuche hier ein paar Moves mal abzufeiern, dass ihr die seht, mal einfach so ein paar Kombos seht und sowas. Ich muss zugeben, Lobo gefällt mir richtig gut. Also der bewegt sich relativ langsam, was aber passt zu so einem großen und schweren Charakter. Auf der anderen Seite ist er halt schon so ein Charakter, der auf jede Range funktioniert. Also er hat die Kette dabei, um sich Gegner ranzuholen. Wenn man zu nah dran ist, hat man so ein paar Moves, um den Gegner aus der Luft zu schnappen. Ich habe so manchmal das Gefühl, wenn man mit Lobo, glaube ich, richtig gut ist, dann kann man online ziemlich rocken mit dem Charakter. Und auch hier, ihr seht, man hat viele Moves, um sich einfach so ein bisschen Platz zu verschaffen. Also man steht Close Combat und ja, sofort wird die Pumpgun rausgeholt. Und auch hier, wenn ich nachlade, was ich ja die ganze Zeit mache, dann ist der Schaden exponentiell hoch. Also es lohnt sich hier wirklich immer mal eben kurz die Pumpgun nachzuladen. Gefällt mir richtig gut. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu Lobo großartig zu sagen, während ich jetzt hier mal ein bisschen einfach die Moves durchspule, vielleicht gleich noch ein paar andere auswähle aus dem Menü. Also Lobo, man muss sie mögen. Für viele ist er ein Charakter, der sehr unauffällig ist, aber vielleicht liegt es daran, dass ich das Lobo einfach so ein Charakter ist, der in den 90er Jahren einfach sehr beliebt war und so ein Charakter war, der irgendwie für die 90er gestanden hat. Also, wenn ich an die 90er denke, da gehört Lobo einfach dazu, weil er sehr, ja, cutting edge war. Also, er war sehr an der Grenze dessen, was man irgendwie, ja, wie sagt man es am besten, politisch korrekt nennen würde. Also Lobo ist das genaue Gegenteil. Ich meine, Lobo ist einer der wenigen, der es geschafft hat, den Weihnachtsmann umzubringen. Das muss man ihm auch mal hoch anrechnen. Oh Kinder, sorry, Spoiler. Allein die Aktion hier schon mit der Kette, die er in seinem Arm rum hat, ranholen. Also ich glaube, mit Lobo, wenn man da so ein paar richtig coole Kombos machen kann, auch hier Ansatz zum Juggle, da ist eine Menge cooles Zeug drin, was man machen kann. Und
Ich freue mich darauf, in nächster Zeit mit dem Charakter ein bisschen zu spielen. Also wenn wir das nächste Mal tatsächlich einen Online-Wettbewerb haben, dann werde ich definitiv ein bisschen mit Lobo zocken. Und ja, ich wollte euch heute, wie gesagt, mal ein bisschen den Charakter zeigen, ein paar Moves des Charakters zeigen und mit dem Mittelfinger von Lobo verabschieden wir uns hier.